Meine Erinnerungen gehen zuerst immer zur Zuckerwatte. Das war immer das Größte, wenn ich an der Chilbi Zuckerwatte selber kaufen konnte. Ich habe immer einen Chilbi-Batzen bekommen. Dann musste ich den einteilen und als Erstes habe ich den immer für Zuckerwatte verschwendet. Die Besucherinnen und Besucher bekommen an der Kasse 5 Jetons. Das ist sozusagen das Chilbi-Sackgeld für die Ausstellung. Und das kann man dann einlösen bei verschiedenen Automaten. Die Chilbi gibt es, seit es Kirchen gibt, weil die Chilbi eigentlich ein Kirchweihfest ist. Am Anfang haben sich vor allem die Schausteller selbst zur Schau gestellt. Da waren Kettensprenger, Artisten, Leute, die Tiere vorgeführt haben. Also im Mittelalter gab es schon Chilbi. Die Funktionen der Chilbi sind bis heute gleich geblieben. Die Leute wollen sich unterhalten, sie wollen Leute treffen, sie wollen auch flirten vielleicht, sie wollen essen und trinken. Die Chilbi sieht heute einfach ganz anders aus. Heute sind die Bahnen im Zentrum. Es geht darum, den Körper möglichst im Kreis zu drehen und herumzuschleudern. Wird es Schluss? Oh Mann, seid ihr gut Zwerge. Also ich gebe geschlagen, einer geht noch. Besonders wichtig für mich sind in der Ausstellung die Schaustellerporträts. Es geht nämlich darum, dass wir in der Ausstellung einen Blick hinter die Kulissen werfen möchten, also hinter die Glitzerwelt, in das Leben, in das harte Leben der Schausteller und die Familiengeschichte auch dieser Schausteller-Dynastien. Und meine Großmutter hat immer gesagt, nach der Landesausstellung haben wir uns mal können die ersten Sachen kaufen. Die sind ja der Landesausstellung nur mit der Schiessbude und mit dem Helden Lukas. Und das war ihr Durchbruch zu diesem Beruf. Ich gehe immer noch gerne an die Chilbi. Oder jetzt umso mehr, jetzt wo ich weiß, was für Geschichten dahinter stecken. Ich finde, das ist ein Erlebnis und ich werde sicher auch wieder auf irgendeine Bahn gehen. Ich habe mir das in der Recherchephase angetan, mal auf einen Freifall-Tower zu gehen. Als ich oben war, habe ich mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Und dann, als ich unten war, wusste ich es. Das schafft irgendwie nur die Chilbi, so ein körperliches Extremgefühl hervorzurufen. Und das ist vielleicht ein Grund, wieso viele Leute an die Chilbi gehen. Wer gewinnt Magabrot Nummer 16? Ja, also das Säckchen Magabrot. Ein guter.